Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute wieder auf ein Video und ich schnack nicht lang rum. Wir schauen einfach mal rein. Okay. Ja. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz zum Anfang gehen. Es hat die Form einer Sichel. Es sind aber zwei Teile und damit kratzt er das Fruchtfleisch der Melone raus. Ja. Und es ist gleichzeitig eine Zange. So wie es aussieht. Geil. Ja. Interessant. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das, ja. Was? Zahnpasta, Zahnbecher, Seife, ja. Und die Zahnbürsten. Okay. Oh, das ist gut. Ja. Eine Aufbewahrungsbox für Gewürze. Okay. Ah, ja, klar. Und was ist das? Ein Trinkbecher. Für den Schlüssel. Ja. Ein Abflusssieb. Das kenne ich, das hatten meine Eltern früher auch. Das ist sehr, sehr praktisch. Vor allem als, es wird eh gerade Werbung angezeigt. Vor allem als Frau in der Dusche oder in der Badewanne, wenn man sich die Haare wäscht, man kennt es, es fallen immer mal ein, zwei Härchen aus, die dann den Abfluss runterfließen, den irgendwann verstopfen oder dort im Abflussteil festhängen. Das ist dann schon sehr praktisch, sowas. Ja. Eine Aufbewahrungsbox. Hat die keinen Schrank? Oder warum macht die das? Okay. Das sieht mir aus wie Öl. Ein Ölportionierer. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Und das sieht mir aus wie ein Apfelschäler. Jetzt muss ich mal pausieren, ganz kurz. Ich glaube, das kann man sogar einstellen, wie dünn die Schale abgemacht werden muss. Weil wenn ich mir hier so diesen Bogen, diesen Einschnitt angucke, scheint auch sehr viel vom Fruchtfleisch mit wegzugehen. Ja, okay. Okay. Okay, das ist wiederum interessant. Das... So einen Schäler hätte ich gerne für mich und meine Kinder, denn ich muss kurz pausieren. Denn meine Kinder helfen mir sehr oft beim Essen kochen. Und wenn es jetzt darum geht, Kartoffeln zu schälen oder zum Abendbrot mal eine Gurke zu schälen oder einen Apfel oder sowas. Ich habe nur die Standard-Schäler. Griff oben mit dem Schälding dran und da kann man sich auch dran verletzen. Ne? Aber dieses Teil, ja. Und die Schale fliegt vor allem nicht so rum in der Küche, sondern die wird direkt aufgefangen. Also sowas würde ich für mich und meine Kinder holen, ja. Und das ist ein Portionierer. Ja gut, muss man nicht haben. Also ich würde es mir nicht holen. Das sind doch Gumminoppen. Ja. Okay. Damit es nicht so knallt immer jedes Mal. Ja, klar, warum nicht? Ein Wischmopp. Okay. Ist aber nichts Neues. Oh, okay, das wäre mir ein bisschen zu pompös. Ein Fliegengitter. Fürs Bett. Das wäre eher was für ein Campingausflug. Ja, wie hier. Also ich würde mir das nicht ins Bett machen oder stellen. Okay, das ist was zum, für die Spüle zum Abwasch. Ah, ja, okay, zum Trocknen lassen. Klar, warum nicht? Ja, ihr könnt mir ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Gadget euch gefallen hat. Also mir persönlich dieser Gurken-Kartoffel-Zucchini-Schäler, keine Ahnung, den kann man eigentlich für alles nehmen zum Schälen. Der hat mir echt zugesagt. Alles andere war so...
das mit diesen Gumminoppen, das kennt man ja schon, das macht man ja auch heutzutage, ohne dass man es irgendwo sehen muss. Aber ansonsten interessante Dinge dabei, aber einiges würde ich mir definitiv nicht holen. Wenn euch das Video trotzdem bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.